Es gibt so viele verletzte Menschen und Menschen, die Hilfe brauchen. Ich sag euch was, die beste Waffe, die wir im geistlichen Kampf einsetzen können, ist die Liebe. Gott prüft unsere Treue. Er trägt uns etwas Kleines auf, und wenn wir damit richtig umgehen, befördert er uns. Dann bleiben wir eine Zeit lang auf dieser Stufe und werden erneut geprüft. Ich kann das an meiner eigenen Entwicklung sehen. Die ersten 2,5 Jahre leitete ich zu Hause einen Bibelkreis. 25 Menschen trafen sich dienstagsabends in unserem Wohnzimmer. Nach 2,5 Jahren gab ich meinen Vollzeitjob auf, um mich vermehrt dem Bibelstudium widmen zu können. Wir brauchten jeden Monat ein Wunder, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Schuhe für die Kinder kaufte ich auf dem Flohmarkt. Wir durchlebten einige harte, magere Jahre. Darüber hinaus wurde ich dann gebeten, bei jemand anderem einen Bibelkreis zu leiten. Die nächsten 2,5 Jahre war ich also für 2 Bibelkreise verantwortlich. Das heißt, die ersten 5 Jahre meines Dienstes bestanden nur darin, Bibelkreise zu leiten. Ich bereitete mich für jeden Vortrag 6-7 Stunden lang vor, weil ich die Bibel damals selbst kaum kannte. Ich wusste nur, dass in mir ein ziemliches Durcheinander herrschte und dass Jesus mich liebte. Ich befand mich in einem Lernprozess und probierte aus, ob das, was bei mir funktionierte, auch bei anderen funktionieren würde. Es war gut, dass ich kein größeres Publikum hatte. Ich konnte damals schon genauso gut reden wie heute. Deshalb begriff ich nicht, warum Gott mein Talent auf so wenige Zuhörer beschränkte. Ich sah andere christliche Sprecher im Fernsehen und dachte, warum bitteschön bist du im Fernsehen? Ich kann doch viel besser lehren als du. Tja, und das war der Grund, warum ich immer noch in meinem Wohnzimmer saß. Es lag nicht an meinen Fähigkeiten, sondern an meiner falschen Einstellung, die ich Stück für Stück ablegen musste. Also, statt neidisch auf das zu sein, was andere haben, sollten wir lieber unsere Einstellung überprüfen. Nicht wahr? Come on. Wir sollten uns fragen, ob wir wie die Ziegen im Gleichnis von Jesus sind. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ziegen sind klüger als Schafe, aber Schafe sind netter. Ich wünschte, ich könnte euch so richtig vermitteln, wie die Dinge in der Anfangszeit waren. Dave und ich sprechen oft darüber, wie es war, wenn ich an einem Ort einen Vortrag gehalten hatte, uns aber das Geld für ein Hotelzimmer fehlte. Dann hielten wir einfach auf dem Parkplatz eines McDonald's an und machten ein Nickerchen im Auto, bevor wir zurück nach Hause fuhren. Es ist so dumm, auf andere Menschen neidisch zu sein. Besonders, wenn man nicht bereit ist, ähnliche Strapazen auf sich zu nehmen wie sie. Stimmt's? Zurück zum Gleichnis von den Talenten. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Das finde ich so gut. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Ich bin in Matthäus 25, Vers 21. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Jetzt kommt der erfreuliche Teil. Lass uns miteinander feiern. Seht, das ist viel wichtiger als der materielle Lohn. Dass wir an Gottes Freude teilhaben dürfen. Dem zweiten Diener, der die 2 Beutel Gold hatte, sagte er genau dasselbe. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Wisst ihr was? Im Grunde wollen wir alle nur glücklich sein. Jeder, der Spaß am Shoppen hat, will sich letztendlich ein bisschen Glück kaufen. Im Ernst. And we're only going to be happy.
Aber wir können nur dann glücklich sein, wenn wir das von ganzem Herzen tun, was Gott uns aufgetragen hat, statt die Bestimmung anderer zu beäugen. Stimmt's? Einige von euch alleinstehenden Mädels wünschten sich, sie wären verheiratet. Einige von euch, die ihr verheiratet seid, wünschten sich, sie wären Single. Ja, verheiratet zu sein hat Vorteile, aber Single zu sein hat auch Vorteile. Wenn ihr Single seid, könnt ihr am Büchertisch alles kaufen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht erst zu Hause anrufen und um Erlaubnis bitten. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Also habt ihr es vielleicht gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Kommt! Der Herr in dem Gleichnis kehrte erst nach langer Zeit zurück, genau wie in dem Gleichnis von den Brautjungfern. Der Herr kehrte nach langer Zeit zurück. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin das Richtige zu tun. Weiterhin das Richtige zu tun, weiterhin das Richtige zu tun, bis er kommt. Der dritte Diener vergrub seinen Goldbeutel, weil er Angst hatte, Gebrauch davon zu machen. Als der Herr dann zurückkam, lesen wir in Matthäus 25, Vers 26, aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener. Er nennt ihn böse, weil er nichts aus dem gemacht hatte, was ihm anvertraut worden war. Ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. Aber nach diesem Vortrag bin ich weg und komme erst in einem halben Jahr wieder. Also gehe ich das Risiko ein. Wer nichts weiter tut, als ein paar Mal im Monat im Gottesdienst zu sitzen, wer seine Gaben und Talente nicht einsetzt, wer nichts dazu beiträgt, das Leben anderer zu bereichern, wer nie Zeit für Menschen hat, wer andere nie ermutigt, wer nie hilft, wer bei einem Umzug nicht mal mit anpackt, wer nie etwas für andere tut. Zudem sollte ich vielleicht mal das sagen, was Jesus zu dem dritten Diener sagte. Du böser, fauler. Und wisst ihr was? So jemand ist nicht glücklich. Viele Menschen fragen sich, warum sie nicht glücklich sind. Ich habe mich gefragt, warum das auch auf so viele Christen zutrifft. Ich kenne die Antwort, weil ich das ebenfalls von Gott lernen musste. Und zwar sagte er zu mir, du bist unglücklich, weil du egoistisch bist. Du kümmerst dich einzig und allein um Joyce Meyer. Und solange du an nichts anderes denken kannst als Joyce Meyer, bleibst du unglücklich. Konzentriere dich lieber darauf, wie du andere glücklich machen kannst. Seht, wir können nur glücklich werden, indem wir andere glücklich machen. Kommt, das solltet ihr jetzt ganz schnell kapieren, denn wie gewöhnlich habe ich zu viel Zeit auf die erste Hälfte verwendet. Der dritte Diener sagte, ich hatte Angst. Er hatte eine falsche Vorstellung von Gott. Er sagte, ich hatte Angst vor dir. Ich dachte, dass du ein strenger Herr bist. Wer Gott kennt, der weiß, dass man keine Angst vor ihm haben muss. Man darf ruhig etwas versuchen. Und wenn man dabei mal versagt, ist das ganz normal. Mit diesem Thema haben wir uns in der letzten Veranstaltung beschäftigt. Wer von euch hat diese ebenfalls besucht? Manche von euch sind wie ein Nimmersatt. Ihr holt euch alles ab, was ihr bekommen könnt. Das ist gut. Es gibt so viele verletzte Menschen und Menschen, die Hilfe brauchen. Ich sag euch was. Die beste Waffe, die wir im geistlichen Kampf einsetzen können, ist die Liebe. Der Bibel zufolge sind die beiden wichtigsten Dinge Glaube und Liebe. Bleibt stark im Glauben und lasst euch von Liebe prägen. Psalm 37 empfiehlt uns, dass wir uns nicht über die schlechten Menschen in der Welt ärgern sollen. Vielmehr sollten wir das tun, was in Vers 3 steht. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wer sich auf diese beiden Dinge konzentriert, kann mit einem guten Leben rechnen. Man muss sich nicht jeden Tag nach dem Aufstehen Sorgen über alles machen, was in der Welt los ist. Man muss nicht neidisch auf das sein, was andere haben. Man muss sich nicht aufregen, weil man verheiratet ist oder nicht, weil man dieses oder jenes hat oder nicht. Vielmehr sollte man jeden Tag aufstehen, Gott vertrauen und Gutes tun. Das ist das Einmaleins des christlichen Glaubens. Joyce, was stimmt mit meinem Leben nicht? Irgendwie bin ich immer unglücklich. Woran liegt das? Warum kann ich nicht zufrieden sein? Nun,
Denk einmal an etwas anderes als nur an dich selbst und überleg dir, was du für andere tun kannst. Schafe und Ziegen. Übrigens, dem Diener, der sein Talent vergraben hatte, nahm der Herr das Talent weg und gab es dem Diener, der am meisten hatte. Die Botschaft lautet also, wer rastet, der rostet. Stimmt's? Nun zum Gleichnis von den Schafen und den Ziegen. Für mich hat das eine sehr tiefe Bedeutung, die wirklich schön ist, wenn wir sie nur erfassen könnten. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. In der Bibel ist die rechte Seite immer die Seite der Macht. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wie wunderbar! Menschen sagen, ich würde gerne Gott sehen können. Nun, dann schaut einmal der Person neben euch in die Augen. Gott ist in ihnen zu finden. Bitte versteht, was ich jetzt sagen will. Gott nimmt es sehr persönlich, wie wir andere behandeln. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, nichts betrübt Gott mehr, als wenn wir, die wir Christen sind, andere Menschen schlecht behandeln, andere herabsetzen, unhöflich zu ihnen sind oder keine Zeit für sie haben. Ihr wollt Gott dienen? Die meisten von euch werden nicht auf einer Bühne stehen. Aber ihr alle könnt einen Dienst für Gott tun, der viel wichtiger ist als das, was ich hier auf der Bühne tue. Gott sei Dank ist dieser Punkt bei meinen Kindern angekommen. Neulich sagte meine Tochter zu mir, ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist, aber anscheinend hat Gott mir den Auftrag gegeben, mit Senioren zu sprechen. Sie erzählte mir, dass sie vor kurzem zeitgleich mit einem älteren Herrn den Supermarkt verließ. Dieser zettelte ein Gespräch mit ihr an und hörte gar nicht auf zu reden. Er erzählte ihr von seiner Katze und allen möglichen anderen Dingen. Sie sagte, eigentlich wollte ich meinen Einkauf ins Auto bringen und nach Hause fahren, aber ich wusste, dass Gott von mir wollte, dass ich diesem älteren Herrn zuhörte. Wollt ihr Gott eine Freude machen? So macht man das. Ich weiß noch, wie ich vor langer Zeit für eine Kirche arbeitete. Ich hatte meinen christlichen Autoaufkleber und eine glitzernde Jesus-Anstecknadel. Ich war bei einer Kirche angestellt. Ich hatte meinen eigenen Parkplatz und einen Sitzplatz in der ersten Reihe des Gottesdienstsaals, jeweils mit meinem Namen drauf. Ich war sehr wichtig. Ich verkehrte in den richtigen Kreisen. Ich war wer. Eines Tages saß ich beim Arzt im Wartezimmer. Neben mir saß ein älterer Herr, der mit mir über sein Bein reden wollte und warum er beim Arzt war. Er hörte gar nicht wieder auf, über sein Bein zu lamentieren und über den Schnee draußen immer weiter und weiter. Ich hatte meine Bibel dabei und wollte die Zeit eigentlich anders nutzen. Also betete ich im stillen, Herr, kannst du bitte dafür sorgen, dass er aufhört zu reden? Damit ich in Ruhe beten und meine Bibel lesen kann.
Ich wollte dort sitzen und ganz fromm sein. Oh, was hätte ich doch für einen frommen Eindruck im Wartezimmer machen können, wenn ich still meine Bibel hätte lesen und schön geistlich hätte sein können. Doch Gott stellte mir innerlich eine Frage. Wäre der Mann neben dir Billy Graham, würdest du dir dann die Zeit nehmen, ihm zuzuhören? Oh. Ja. Warum? Weil Billy Graham vielleicht etwas hätte für mich tun können. Dieser alte Mann hingegen konnte nichts für mich tun, also hatte ich auch kein Interesse an ihm. Kommt jetzt. So habe ich diese Lektionen gelernt, auf die harte Tour. Ich verschreibe euch nichts, was ich nicht selbst schlucken musste. Kommt das bei euch an? Oh, ihr habt eine Aufgabe. Jeder von euch hat eine Aufgabe von Gott. Es gibt keinen einzigen Christen, der keine Aufgabe von Gott hat. Aber vielleicht seid ihr so darauf fixiert, etwas für Gott zu tun, bei dem andere Notiz von euch nehmen, ihr einen Titel habt und bewundert werdet, dass ihr die Freude verpasst, die Gott euch eigentlich schenken möchte. Ihr lasst euch seine Freude entgehen, weil ihr euch nicht diesen kleinen guten Taten widmet, die Gott für euch vorbereitet hat und von denen niemand anders etwas wissen muss. Kommt! Ich bin überzeugt, es gibt kaum etwas Wichtigeres als diese kleinen guten Taten. In dem Gleichnis wendet sich der Herr als Nächstes den Ziegen zu. Ich habe nicht die Zeit, das alles vorzulesen, aber er sagt, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Ich glaube also, dass Gott es sehr persönlich nimmt, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Ihr könnt nichts Besseres tun, als den Rest eures Lebens damit zu verbringen, Gott zu vertrauen und Gutes zu tun, nicht um auf diese Weise in den Himmel zu kommen. Niemand kann sich bei Gott etwas verdienen. Nein, wir wollen Gutes tun, weil er uns so reich beschenkt hat. Wollt ihr Gott eine Freude machen? Dann macht einem anderen Menschen eine Freude. Schafe und Ziegen sind von Natur aus sehr unterschiedlich. Ziegen sind intelligenter, aber Schafe sind netter. Als Arbeitgeber habe ich gerne pflegeleichter Angestellte. Menschen, die nicht ständig etwas wollen oder brauchen, um Teil des Teams zu bleiben. Ich nehme lieber jemanden, der nicht ganz so talentiert ist, aber ein gutes Herz hat, als ein Genie mit einer negativen Einstellung. Ich glaube, dass Gott das ganz ähnlich empfindet. Drücken wir es einmal so aus. Ziegen sind störrisch. Sie stoßen sich mit ihren Hörnern durchs Leben. Es gibt immer etwas, woran man sich stoßen kann. Ziegen versuchen, sich mit ihren Hörnern durchzusetzen. Schafe kleiden sich in Wolle und sagen bloß mäh, mäh, mäh. Wie wäre es damit, wenn wir uns heute entscheiden würden, uns verstärkt dem Gutestun zu widmen? Nicht um etwas von Gott zu bekommen. Er hat uns bereits reich beschenkt. Ich tue nicht deshalb Gutes, damit Gott mir etwas gibt. Vielmehr möchte ich ihm etwas zurückgeben. Und das Gute, zu dem er mich auffordert, ist, anderen Menschen Gutes zu tun, besonders notleidenden Menschen. Stimmt's? Vater, ich bete für jeden hier, auch für mich selbst, dass wir unser Leben noch mehr von deiner Liebe prägen lassen. Hilf uns, dass wir uns wirklich um die Dinge kümmern, die den meisten Menschen auf der Welt egal sind. Jemandem zuzuhören, der uns vielleicht gar nicht interessiert. Uns Zeit für jemanden zu nehmen, dem wir eigentlich keine Zeit schenken wollen. Vater, ich bete, dass wir deinen Impulsen und deiner Wegweisung folgen, statt unserem eigenen Willen. Das bete ich im Namen Jesu.
Jesus sagt uns durch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wenn wir die Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, zu seiner Ehre einsetzen und nicht verschwenden, erleben wir seinen Segen. Dafür ist es wichtig, dass wir andere nicht um ihre Gaben beneiden. Vielleicht wenden sie ein, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt Gaben habe. Doch, Gott hat etwas Besonderes in sie hineingelegt. Aber wenn sie sich auf die Gaben anderer konzentrieren, übersehen sie leicht ihre eigenen. Gott schenkt uns Gnade für unsere Aufgaben. Das ist nicht bloß ein netter Spruch. Gott hat jedem von uns etwas Besonderes anvertraut. Und er schenkt uns seine Gnade und hilft uns, diese Gaben auch einzusetzen. Sie tragen diese bereits in sich. Beschäftigen Sie sich mit der Bibel. Dadurch werden Sie erfahren, wie Sie Ihre Gaben am besten einsetzen und wie Sie mit anderen gut zusammenarbeiten können. Durch die Bibel, ganz besonders durch die Gleichnisse von Jesus, können Sie so viel lernen.